Mit dem Vorrücken der alliierten Truppen brach im Deutschen Reich in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs Chaos aus, wobei noch kurz vor der Kapitulation unzählige Kriegsverbrechen begangen wurden. In diesen sogenannten Endphase-Verbrechen wurden Zehntausende Menschen, meist Gefangene aus diversen Lagern, ermordet, wobei auch deutsche Zivilisten und Soldaten teils willkürlich von fliegenden Standgerichten hingerichtet wurden. Willi Herold diente im Krieg als einfacher Frontsoldat ohne Befehlsgewalt, was sich jedoch schlagartig ändern sollte, als dieser gegen Kriegsende eine mit hohen Auszeichnungen dekorierte Uniform eines Hauptmanns der Luftwaffe fand und sich fortan als den Träger von dieser ausgab. Der zu dem Zeitpunkt gerade einmal 19-jährige Hochstapler nutzte die neu erlangte Position dazu aus, eine quasi als fliegendes Standgericht fungierende Sondereinheit zu schaffen und Dutzende, meist unschuldige Lagerinsassen kaltblütig zu ermorden. Im Strafgefangenenlager Aschendorfer Moor ließ Willi Herold ca. 180 Menschen willkürlich ermorden. Beispielsweise mussten sich diese an eine Grube stellen und wurden von Herold und seinen Leuten durch ein Flakgeschütz, Gewehren oder durch Handgranaten umgebracht. Herold spielte dabei auch sadistisch mit der Todesangst der Häftlinge, fragte zum Beispiel einmal in die Runde, wer im Gegenzug für die Freiheit als Soldat für das Deutsche Reich kämpfen möchte, und erschoss augenblicklich alle Personen, die sich meldeten. Aufgrund seiner abscheulichen Taten wurde dem Kriegsverbrecher der Name Henker vom Emsland verliehen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der mörderische Hochstapler festgenommen und musste sich nun als nur 20-jähriger Kriegsverbrecher verantworten. Willi Herold wurde am 11. September 1925 in einer Kleinstadt in der Nähe von Chemnitz geboren. Er besuchte die Volksschule und absolvierte danach eine Ausbildung als Schornsteinfeger, bis dieser Ende September 1943 in die Wehrmacht eingezogen wurde. Der gerade volljährig gewordene Herold wurde als Frontsoldat in Italien eingesetzt und nach der Landung der Alliierten in der Normandie an die Westfront versetzt. Gegen Kriegsende wurde seine Einheit an die deutsch-niederländische Grenze verlegt, wo Herold Anfang April 1945 von seiner Einheit getrennt wurde. In den Wirren der letzten Kriegswochen fanden sich tausende versprengte Soldaten, die ihre Einheit verloren hatten und nun vom anrückenden Feind flüchteten. Auf seiner Flucht im an die Niederlande grenzenden Münsterland findet Willi Herold in einem liegen gebliebenen Militärfahrzeug eine neuwertige Uniform eines Hauptmanns der Luftwaffe, welche zudem mit höchsten Auszeichnungen dekoriert war. Der eigentliche einfache Soldat ohne Befehlsgewalt witterte in diesem Moment seine Chance, Macht auszuüben, zog sich die Uniform an und gab sich fortan als Hauptmann Herold aus. Auf seinem weiteren Weg durchs Münsterland konnte Herold weitere versprengte Soldaten auflesen, die dieser als vermeintlicher Offizier unter seinem Befehl als selbsternannte Kampfgruppe Herold vereinen konnte. Bis zu 80 Soldaten umfasste die Einheit des Hochstaplers, wobei ca. 12 Personen zum engen Kreis Herolds gehörten, ständig an seiner Seite waren und aktiv an den Verbrechen mitwirkten. Die Gruppe konnte fahrtüchtige PKWs auftreiben und sogar ein 2 mm Flakgeschütz eines Bootes erbeuten und auf ein Fahrzeug montieren. Herold und seine Männer machten sich auf in Richtung Norden und erreichten nach wenigen Tagen den an der niederländischen Grenze befindlichen Landkreis Emsland, wobei die Einheit des falschen Hauptmanns sogar von einem Trupp deutscher Soldaten kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle weigerte sich Herold, seine Papiere zu zeigen, pöbelte den Militärpolizisten an und lässt sich zu dessen Vorgesetzten bringen. Der Offizier der Militärpolizei ist beeindruckt vom selbstsicheren Auftreten Herolds und der Hochstapler kommt tatsächlich ohne Papiere durch die Kontrolle, wird sogar auf einen Schnaps eingeladen. Der erst 19-jährige falsche Hauptmann merkt, dass er mit reiner Dreistigkeit und einem herrischen Auftreten seine Rolle überzeugend rüberbringen kann und seinen Willen durchsetzen konnte. Im Emsland gab es insgesamt 15 Gefangenenlager, die sogenannten Emslandlager,
wobei diese gegen Kriegsende ungefähr zur Hälfte mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten gefüllt waren, denen Fahnenflucht, Befehlsverweigerung oder andere Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Im April 1945 gelang einigen Häftlingen die Flucht und es häuften sich Beschwerden der Bevölkerung über Plünderungen der ehemaligen Insassen. Zwei Tage nach dem Ausbruch erreichten Herold und seine Männer das Straflager Aschendorfer Moor und der falsche Hauptmann übernahm mit den Worten: „Der Führer persönlich hat mir unbeschränkte Vollmachten erteilt, das Kommando über das fast 3000 Menschen umfassende Lager." Auch dieses Mal kam Herold durch sein dreistes und selbstsicheres Auftreten ohne legitimierenden Dienstausweis durch. Nur ein Lagervorsteher soll Zweifel an der Identität Herolds gehabt haben, konnte jedoch aufgrund der chaotischen Kriegslage keinen Kontakt nach Berlin aufbauen. Beim ersten Appell unter Willi Herolds Lagerleitung wurden mehrere Menschen willkürlich rausgezogen und direkt erschossen, welchen fälschlicherweise vorgeworfen wurde, an Plünderungen beteiligt gewesen zu sein. Im Lager waren insgesamt 97 Häftlinge anwesend, die kurz vorher geflüchtet waren, aber wieder eingefangen werden konnten. Diese wurden dazu gezwungen, eine Grube auszuheben, welche als ihr eigenes Grab fungieren sollte, und sich anschließend davor zu stellen. Die Männer wurden dann von Herold und seinen Untergebenen mit dem 2mm Flakgeschütz und Gewehren erschossen, teilweise auch mit Handgranaten in die Luft gesprengt. Innerhalb der nächsten Tage durchstreiften einige Männer des Hochstaplers die Umgebung des Lagers nach geflüchteten Häftlingen, wobei 8 Personen gefangen und auf Herolds Befehl hin sofort erschossen wurden. Es kam immer wieder zu willkürlichen Erschießungen der Insassen. Beispielsweise wurden diese ohne Vorwarnung aus den Baracken gezerrt und direkt ermordet. Einen Häftling lässt Herold 20 Liegestützen machen und dann direkt erschießen. Einen anderen ertränkt er einfach in einem Teich. Um Geständnisse zu erzwingen, wurden Insassen auch brutal gefoltert, wobei mit ausländischen Inhaftierten angefangen wurde. Damit seine falsche Identität nicht aufflog, ließ Willi Herold zudem alle Gefangenen ermorden, die sich auf die scheinbar harmlose Frage meldeten, wer aus seiner Heimatgegend komme. Innerhalb von nur einer Woche ließ Herold schätzungsweise 180 Menschen ermorden. Viele von diesen tötete er auch eigenhändig. Am 19. April 1945 bombardierten alliierte Flugzeuge die im Aschendorfer Moor aufgebauten Flakstellungen, wobei das Lager von Brandbomben getroffen und vollständig zerstört wurde. Die überlebenden Häftlinge konnten flüchten und auch Willi Herolds Einheit setzte sich weiter nach Norden ab, wobei die letzten Kriegsverbrechen begangen wurden. Der Hochstapler ließ 5 angebliche niederländische Spione und einen Bauern, der eine weiße Fahne gehisst hatte, erschießen. Herolds Einheit schaffte es bis nach Ostfriesland, wo diese sich in einem Hotel einer Kleinstadt niederließ und unter starkem Alkoholkonsum Beutezüge durch die Stadt unternahm. Am 28. April wurden Herold und seine Mittäter schließlich von der deutschen Militärpolizei verhaftet, wobei seine Anhänger mit der Begründung entlassen wurden, dass diese nur die Befehle eines vermeintlichen Offiziers ausgeführt hatten. Willi Herold gestand seine Taten, wurde jedoch vom deutschen Militärgericht mit der unglaublichen Begründung freigesprochen, dass dieser der Wehrmacht keinem Schaden zugefügt hätte und entscheidungsstarke Männer an der Front gebraucht werden. Er schlug sich nach seiner Freilassung nach Wilhelmshaven durch und versuchte dort unterzutauchen. Nach der deutschen Kapitulation und dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren Herolds Chancen, der Justiz zu entkommen, nicht schlecht. So handelte es sich bei diesen eigentlich um eine unbekannte Person und im besetzten Deutschland herrschte immer noch Chaos. Der Kriegsverbrecher wurde eher zufällig durch die britische Militärregierung entdeckt, als dieser am 23. Mai 1945 wegen des Diebstahls eines Laibes Brot festgenommen wurde. Während des Verhörs kommt die Wahrheit ans Licht und Herold wird eindeutig mit dem im Straflager Aschendorfer Moor begangenen Verbrechen in Verbindung gebracht. Am 13. August 1946
begann vor einem Militärgericht in Oldenburg der Prozess gegen den angeblichen Hauptmann und 13 seiner Untergebenen, welchen die Ermordung von 125 Menschen nachgewiesen werden konnten. Während seiner Vernehmung zeigte sich Hierold eiskalt und sagte Folgendes aus: Warum ich nun eigentlich die Leute im Lager erschossen habe, kann ich gar nicht einmal sagen. Willi Herold und 6 Mitangeklagte werden aufgrund ihrer Taten zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 14. November 1946 im Gefängnis von Wolfenbüttel mittels eines Fallbeils vollstreckt. Willi Herold war zum Zeitpunkt seiner Verbrechen gerade einmal 19 Jahre alt und stellt sich die Frage, wie ein bis dahin einfacher und unbefleckter Soldat in wenigen Tagen zum eiskalten Massenmörder werden konnte. Als Herold die Uniform fand, hätte er mit seiner neuen Identität auch was Gutes tun können. Menschen befreien, Verbrechen verhindern und allgemein für Ordnung sorgen können. Doch er entschloss sich dazu, seinen dunkelsten und bösartigsten Trieben nachzugeben. Er mordete aus einer puren Laune heraus fast 200 Menschen und bezahlte dafür am Ende mit nur 21 Jahren selbst mit seinem Leben.